So, wie funktioniert das jetzt, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich aus den Sachaufgaben, aus dem langen Text rausgeschrieben, ich habe ein Rechteck mit 3, G gleich 3 cm, B ist 5 cm und gesuchtes A. Ganz einfach. Man schaut und sagt, okay, ich habe ja eine Formelsammlung und ich habe jetzt hier mal eine kleine Auswahl der Formeln zusammenkopiert. Und man sagt, na gut, ein Rechteck ist ja eigentlich ein Parallelogramm. Ein Parallelogramm, tja, da muss ich die Formel suchen, wo die Fläche A, der Buchstabe G und das soll H heißen. Na, so. Und H drin steht. Also gucke ich nach und sage A, tr wie Trapez, G ist drauf, D ist gar nicht drin, H ist auch nicht drin, R ist U durch I, das zählt ja gar nicht. O, A, P, A, R, das sieht aus wie Parallelogramm. A, G und H. A, das hier, das G und das H, was ich gerade korrigiert habe, sind drin. Ja, dann suche ich mir die Formel raus und schreibe die erstmal hin. Also, A ist gleich G mal H. Und dann sage ich so, und jetzt substituiere ich. Ich ersetze die Größen, durch was sie wert sind. A weiß ich noch nicht, also grundsätzlich A hinschreiben. G weiß ich, das sind 3 Zentimeter. Das Mal hier, dieses schreibe ich ab. Und H ist 5 cm. Und jetzt ist es ganz billig. Sage ich, okay, nächste Zeile. A ist gleich 3 mal 5 ist 15. Zuerst die Zahlen zusammenfassen. Und Zentimeter mal Zentimeter ist Quadratzentimeter. Doppelt unterstreichen. Gegebenenfalls ein Antwortsatz hier in diesem Fall mal nicht nötig. Beim Trapez dasselbe. Ich suche mir die Fläche für Trapez raus. Die hatte ich doch eben schon. A, da steckt G, D, eine 2. Okay, die ist eine Zahl. Und H drin. G, D und H. Na prima. Und das A ist auch drin, also schreibe ich die ab. A Trapez ist also G plus D durch 2 mal H. Komplett abschreiben. Jetzt nächste Zeile. Jetzt ersetze ich wieder. Was ist es wert? G 6 cm. Das Plus schreibe ich ab. D 4 cm. Und das Ganze durch. Ach ja, die 2. Da muss ich nichts ersetzen, denn die 2 ist schon eine konkrete Zahl. Und hinterher den ganzen Kram mal H, 3 cm. Na prima. So, jetzt kann ich um Gottes Willen hier nicht kürzen. Das ist eine Summe. Summen kürzen nur die Dummen. Na und dann schreibe ich eben nochmal was hin. Schreibe ich eben A Trapez. 6 plus 4 ist 10. Ach so, das kann ich so. 6 plus 4 ist 10. Zentimeter durch 2 sind 5 cm. Mal 3 cm. Ich muss also kaum rechnen, wenn ich das einfach so abschreibe und immer lieber eine neue Zeile hinschreibe. 5 mal 3 ist 15 und Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter. Das gleiche, das kann ich jetzt mit RSU durch I machen. Das mache ich mal hier drüben. Also siehe hier. Ne? So, und ich werde noch was machen und zwar, Leute, guckt mal hier auf das I. Da ist ein Link, wie man mit Sachaufgaben überhaupt umgeht. Also diesem Link folgen, dann wartet das Video hier gar kein Problem. So, aber wir wollten ja weitermachen. Ich mache jetzt mal in dieser lila Farbe weiter. Ich sage, okay, U und I sind gegeben und R ist gesucht. U, I und R. U, I und R. Oh, da ist er ja schon. R, U und I, alles drin. Okay, Formel abschreiben. R ist U durch I. Dann nächste Zeile, ich ersetze. U, was hatte ich gesagt? Aha, 12 V Volt und I 3A schreibe ich einfach drunter. Ich muss nicht mal wissen, was V und A bedeutet, selbst das geht. Also, dann schreibe ich R 12 durch 3, das kann ich im Kopf, Volt pro Ampere. Wer jetzt klug ist, der guckt sich das nochmal an, hier, diese Formel hier. Das ist, in eckigen Klammern werden Einheiten eingegeben. Ach so, ein VA ist ein Omega. Na, dann kann ich es auch richtig schick schreiben. Wer sich in dieser ganzen Materie ein bisschen besser auskennt, der sagt, VA ersetze ich durch Omega. Das heißt also 4 Ohm. Und das gleiche geht mit allen anderen Aufgaben so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch Tipps geben. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.